Hause. Es freut mich sehr, dass ich heute zusammen mit dem Landesgeschäftsführer Bernhard Bereuter die Räumlichkeiten des neu erstellten Berufsinfozentrums in Feldkirch eröffnen darf. An dieser Stelle auch ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die den Umbau geleitet, begleitet, durchgeführt haben, und speziell ein großes Dankeschön an das Team, das diese ganzen Einschränkungen, die so eine Umbauphase mit sich bringt, auch sehr gut mitgetragen haben. Warum stehen wir da und warum ist das Berufsinfozentrum so wichtig? Viele Menschen stehen an einem beruflichen Wendepunkt oder vor einer wichtigen Bildungsentscheidung, und da werfen sich Fragen auf. Fragen: Was ist mein optimaler Arbeitsplatz? Was wird dort verlangt? Welche Qualifikationen werden benötigt? Kann ich von diesem Lohn dann auch leben? Ist das etwas, was uns zukunftsfit macht? Wie schaut es mit den Rahmenbedingungen für meinen Berufswunsch aus? Und alle diese Personen sind hier genau wichtig. Es ist so, dass wir zwei BerufsberaterInnen haben, zum einen Tanja Bischof und zum anderen Eugen Knobel, beide sehr gut ausgebildet, zertifizierte Expertinnen in ihrem Bereich, und sie sind die Personen, die sowohl Jugendliche als auch Erwachsene begleiten und ihr Know-how zur Verfügung stellen. Zur Verfügung stellen in den Bereichen Beruf, Bildung, Karriere, aber auch zur Abklärung von eigenen Interessen und Neigungen. Damit das alles möglich ist, haben wir hier jetzt diese neuen Räumlichkeiten, die sehr flexibel gestaltet sind. Wir haben einiges von unserem Mobiliar auf Rollen, damit auch Gruppen hier Teile und Sequenzen von Bildungsberatungen hier mitmachen können. Wir können das dann aber auch umgestalten, wenn wir diese Bedarfe nicht haben. Und das ist etwas sehr Wichtiges. Auch eine große Erweiterung ist, dass unsere BITS-Büros direkt anschließen und die Kolleginnen und Kollegen Hilfe und Ratsuchenden, wenn kein Termin vorhanden ist, auch spontan zur Verfügung stehen können und sie bei den Recherchen entsprechend unterstützen. Es ist mir also eine Freude, heute diese Räumlichkeiten neu zu eröffnen, und ich möchte noch einmal darauf hinweisen, wie wichtig Bildung ist. In diesem Falle jetzt mit Mahatma Gandhi, der sagt: Bildung ist die mächtigste Waffe, die du verwenden kannst, um die Welt zu verändern. Und das ist sicherlich ein wichtiges Thema. Vielen Dank. Okay. Also wir werden jetzt noch offiziell...